Also hier würde ich jetzt sagen. Wenn ich jetzt hier wieder hoch und so. Hier kommt jetzt wahrscheinlich auch nochmal Pierre, oder? Kann das sein? Oder auch nicht. Ich dachte, der käme jetzt nochmal. Muss ich hier nicht hoch? Achso, ich muss ja da hinten. Das ist ein Tacken zu hoch hier. Den hatten wir doch schon. Wen, den hatten wir schon? Den goldenen Schlüssel, den hatten wir doch noch nicht. Wir hatten zwei rostige und einen silbernen hatten wir bis jetzt, aber wir hatten noch keinen goldenen. Und hier waren wir schon drin, das weiß ich, aber ich überlege gerade, ob hier oben noch ein Schloss war, was ich noch nicht öffnen konnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen schaue ich nach. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht gerade, wo... Oder ist das unten vielleicht noch eine der Türen gewesen, die verschlossen waren, aber sie kann unter Wasser keinen Schlüssel benutzen. Deswegen kann das eigentlich auch nicht sein. Und hier hatten wir nur den Schalter... Mehr war hier ja auch nicht. Hinten das Medipack in diesem einen Rundgang. Was mache ich? Ich hätte eigentlich... Hätte ich auch durchs Wasser dahin schwimmen können, ne? Wir hatten jetzt, glaube ich, einen Shortcut. Na egal. Jetzt sind wir einen langen Weg gegangen. Wurscht. Hurz. Ja, genau. Die Tür ist nämlich aufgegangen. Hätte es mir eigentlich denken können. Habe ich aber nicht. Ganz oben ein Schalter. Ja, den habe ich schon betätigt. Den hatte ich schon betätigt. Dadurch hat sich, glaube ich, die Tür nebenan direkt geöffnet. Und da können wir jetzt auch, oder möchte ich jetzt auch durch. Eigentlich hätte ich, glaube ich, unten durchs Wasser mittlerweile schwimmen können, weil wir da einen Weg hatten. Mittlerweile. Aber jetzt bin ich einen langen Weg gegangen. Falls das denn überhaupt da ist, wo ich hin will. Ich glaube schon, ehrlich gesagt, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nur noch große Medipacks, das heißt, ich warte erstmal mit meinem Medipack-Konsum. Vielleicht finde ich gleich noch ein kleines irgendwo. Möchte mir die großen erstmal aufschonen. So, genau. Also diesen Schalter, den habe ich, wie gesagt, schon betätigt. Genau. Ach, guck mal hier. Das war nämlich vorher nicht mit Wasser gefüllt. Ja. Das war nicht mit Wasser gefüllt vorher. Die Frage ist nur, komme ich jetzt hier schon weiter? Ich komme jetzt ja nirgendwo raus, ne? Ich kann jetzt hier nicht hochspringen. Das ist ein bisschen ungünstig jetzt. Das macht mir meinen Plan so ein bisschen zunichte. Ich hätte jetzt nämlich fast vermutet, ich weiß es nämlich nicht mehr, dass hier oben noch irgendein Schloss gewesen wäre. Aber nee, da war nur ein Schalter, ne? Shit. Nee, hier war nur ein Schalter, glaube ich. Ist eigentlich ein Luxusproblem, wenn man mal so überlegt, ne? Wir haben jetzt einen Schlüssel, wir wissen halt nur nicht, wo das Schloss ist. Ah, guck mal hier. Ah, alles klar. Hallo. Ist auch schön, dass sie erstmal die Maus, die Ratte, auf der anderen Seite angreift. Ist das hier einfach nur für Items oder?
Ah, ach nein, der Unterwasserschalter. Ja. Oder meintest du den Sparky Baby, diesen Unterwasserschalter? Das kann natürlich sein. Dann hatte ich dich falsch verstanden. So. Und jetzt haben wir auch ein kleines Medipash eingesammelt, was ich direkt mal konsumiere. Wobei, sie isst es ja nicht, aber ihr wisst schon. Perfekt. So. Super. Sehr schön. Jetzt ist nur die Frage. Das war die Tür, wo wir jetzt rausgekommen sind. Die Tür hatte sich auch geöffnet. Goldener Schlüssel. Silberner Schlüssel. Oh, das geht hier nach noch weiter. Ich bin jetzt bis jetzt immer gedanklich davon ausgegangen, dass hier. Nein. Habe ich doch gesagt. Ich war davon ausgegangen, dass hier jetzt das Level zu Ende ist. Aber ich glaube, das ist es noch gar nicht. Nee, ist es auch noch nicht. Dann könnten wir hier nämlich irgendwo für einen Schlüssel brauchen. In dieser Gegend. Das ist möglich. Hier ist gar nichts. Hätte vielleicht gedacht, hier wäre irgendein Schalter. Die Rattenmaus hätte rüberspringen können. Sie hat nur vorgesorgt. What? Ach so. Da warst du jetzt, ja. Muss gerade überlegen, wovon spricht er? Was möchte er von dir? Ach, guck mal hier, alles klar. So. Ach, guck mal. Eigentlich müsste ich ihn treffen. Aber irgendwie interessiert ihn das auch nicht. Aber ich glaube, das da unten ist das Levelende. Große, dicke Doppeltür mit güldenem Schlüssel ist, glaube ich, Levelende. So. Jetzt irritiere ich den Affen, pass mal auf. Na, hilft nicht viel. Affe pennt noch, ja. Der war noch nicht so ganz auf der Höhe. Was du auch tust im nächsten Raum, ignoriere den Hebel. Ah, ich glaube, ich weiß, welcher Raum jetzt kommt. Ich glaube, ich weiß, welcher Raum jetzt kommt, ja. Och Leute, nö. Das ist aber immer noch dasselbe Level, oder? Okay, einen haben wir schon mal. Der andere hat irgendwie, glaube ich, keinen Bock.
ist es doch der Zeitpunkt. Drück unbedingt alle Hebel, Dave. Tipp von einem Neuling. Komm. Ja, ich könnte ein Medipack nehmen. Nein, ich nehme kein Medipack. Also ich habe ja schon Schadenfreude, aber bei Dave bin ich irgendwie so nett. Kein Plan, warum. Das ist auch sehr schön. Das freut mich. Aber ich kann mich tatsächlich an diesen Raum erinnern. Hier war irgendwas. Hier sind auf jeden Fall zerbrechliche Platten. Das weiß ich wohl noch. Und in einer Platte, unter einer Platte war, glaube ich, auch was Schönes, den, unter den anderen nicht so wirklich. Wenn mich nicht alles täuscht. Da sind nämlich, guck mal, da sind Stacheln, das können wir schon mal sehen. Wir können ja mal kurz gucken. Wir haben mal Zeit. Ah, kein Stress. Da sehe ich keine Stacheln bisher. Da könnte aber auch einfach daran liegen, dass es hier generell dunkel ist. Ich habe ja gespeichert. Okay. Huch. Großer Medipack-Verbrauch. Nee, eigentlich tatsächlich nicht. Bisher eigentlich nur kleiner Medipack-Verbrauch. Weil große Medipacks habe ich alle noch. So. Das waren die Stacheln. Ja. Das sind auch Stacheln. Lösen wir trotzdem aus. Da hinten haben wir noch. War hier irgendwas drunter? Hier ist was drunter. Guck mal hier. Das dachte ich, ich wusste es doch noch. Guck mal, das habe ich mir gemerkt. Unter einem war was drunter. Was Gutes. Also nicht der Tod. Schi. Ich glaube, das hier ist alles nur Beiwerk. Ganz genau weiß ich es aber nicht, aber ich meine ja. Ja. Schalter lasse ich erstmal links liegen. Fürs Erste. Wobei, bringt, glaube ich, nicht viel, ne? Wir müssen... Kann ich sonst irgendwas anderes machen? Ich kann hier oben drauf, glaube ich, ne? Wenn ich hier und dann... Ach, nee, Moment. Ich kann... Öffnet sich hier nicht eine Klappe oder so? Nee, mal Moment. Ah, guck mal hier. Okay. So... Das mit dem Block habe ich übrigens selber gerade rausgefunden. Das hat deswegen nicht alles vorsagen. Das wäre ja auch langweilig. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Jetzt muss ich nur gucken, wohin will ich dich haben? Wobei, ich muss dich eigentlich nur eins weiter, ne? Nee, muss ich mehr als eins weiter. Ich meine, ich kann auch darunter, das weiß ich wohl, aber... Ich kann nicht dich denn so weit überhaupt schieben? Schon, ne? Aber das wäre, glaube ich, ein weiter Weg. Wenn ich... Ich mache jetzt einfach mal. Ich lasse den Satz einfach mal so enden. Ach, sie muss ja für jeden einzelnen Block, muss ich sie ja wieder neu... bitten, dass sie weiterzieht. Ich hatte es ganz vergessen. Das war bei Tomb Raider 4 so schön. Da konntest du einfach mehrere Blöcke nacheinander. Sie hat zwar auch nach jedem Quadrat kurz gestoppt, aber sie hat trotzdem halt weitergeschoben an einem Stück und ich musste nicht immer wieder neu ansetzen.
So wie hier. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber. Hatte ich da gerade eben unten irgendwas durchglitschen sehen hier bei der. Bei dem Pfosten hier? Irgendwie, als wenn da so ein Medipack unten drunter durchgeschieden wäre, aber. Ich muss dich noch weiter schieben. Naja, einen weiter noch. Nein. Viele Fertigkeiten hat Lara erst spät bekommen, ja. Sogar auch in Tomb Raider 5, die Chronik, sind ja auch noch neue Sachen dazugekommen. Die, sie auch in Teil 4 noch nicht hatte zum Beispiel. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat, aber... Doch. Hat es. Und für diese Anstrengung gibt es kein Secret, ne? Das ist, super. Aber so hat es sich zumindest auch mal gelohnt. Hallo. So einen Block auch mal wirklich zu schieben, auch mal ein bisschen weiter als einen Meter nur. Sehr schön. Das heißt, wir könnten jetzt hier oben rein, wir können aber auch unten rein. Also wir haben im Prinzip potenziell drei mögliche Sachen, die wir jetzt machen können. Wir können einmal den Hebel betätigen, wir können unten rein, wo wir den Klotz geschoben, gezogen haben. Und wir können hier oben rein. Alles drei müssen wir machen, gehe ich mal von aus. Ich gehe mal eben erstmal hier oben rein, wenn ich einmal gerade hier oben bin, ganz ehrlich. Ich gucke zumindest erstmal. Ja. Gibt's eigentlich dieses Wochenende einen Stream, oder wieder am Dienstag? Also am Dienstag auf jeden Fall wieder. Also nächste Woche wie gehabt. Dienstags, Mittwochs, Donnerstags ab 19 Uhr jeweils. Und es kann gut sein, dass es am Wochenende einen Stream gibt. Ich kann aber noch nicht genau sagen, wann genau und wie und wo und also ob. Ich habe eigentlich vor, ja. Aber es kann sein, dass noch was anderes geplant ist, beziehungsweise dazwischen kommt. Deswegen kann ich da jetzt nicht zu 100%ig sagen, dass da was kommt. Wir würden dieses Wochenende, wenn, dann wahrscheinlich auch ein anderes Spiel kurzzeitig dazwischen spielen. Also mit Tomb Raider geht es so oder so erst nächste Woche weiter, das kann ich schon mal sagen. Nächste Woche Dienstag. Ich kann schon mal laden eigentlich. So. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich muss den ganzen muss ich schon wieder ziehen. Rate mal, welche Tür der äußere Hebel geöffnet hätte. Warum sagst du mir dann, ich soll den nicht zuerst ziehen? Hä? Was, welchen Nachteil hätte ich jetzt dadurch gehabt? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ach so, vielleicht, weil die dann zu mir gekommen wären, hier die Löwen und sowas, ne? Da, ja, gut, okay. Das ist ein Argument. Ja, das verstehe ich. Ja. Das ist understandable. Also was ich sagen wollte. Nächste Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag geht's dann mit Tomb Raider normal weiter, so wie jetzt auch, ne? Und am Wochenende, wenn ich denn zum Stream kommen sollte, werden wir ein anderes Spiel spielen, was so mehr in Richtung Halloween geht, sag ich mal. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne bisher nur einen Trailer und Screenshots. Das Spiel kommt morgen raus. Also ist auch noch ganz neu. Und mal schauen. Also dann müsste ich sowieso noch mal testen, ob das denn auch mit dem Stream so weit funktioniert, wie ich mir das denn vorstelle. Also technisch, ne? Dass ich das auch gut streamen kann. Und wenn, dann würde ich das wohl machen. So.
So, okay, dann muss ich noch einen weiter und dann ziehen wir noch mal eine Runde. Löwen, die dich töten und du kommst ohne Schaden gratis weg. Ja, wenn ich jetzt da oben stehen geblieben wäre, ne, dann hätte ich natürlich super locker. Guck mal, da stehen sie schon, da kann man sie schon durch Linsen sehen. Die ollen Penner.